Regina Stieber, Sie sind Leiterin einer Gruppe von Kindergärten in Linz, also für den Magistrat, für die Stadt. Können Sie ein bisschen erklären, was Sie da machen? Also was ist Ihre Aufgabe? Ich bin für die Hälfte von der Kindergärten und Krabbelstuben in Linz pädagogisch zuständig. Auch die personellen Bereiche liegen bei mir. Und für die gesamten Kindergärten und Krabbelstuben ist so die Sprachförderung meine Herzensangelegenheit und da bin ich für alle die Ansprechperson. Wie viele Kindergärten sind es das circa? Also. Wir haben 50 Kindergärten der Stadt Linz, zwischen Linz-Pichling und dem Beginn, also ganz im Norden von Urfa, und die unterschiedlichsten Anforderungen sind da natürlich wirklich vonnöten. Also es ist jetzt da praktisch die Stadt Linz, also Sie arbeiten für Magistrat, aber es gibt jetzt seit einigen Jahren einen bundesübergreifenden, also Bildungsrahmenplan für die Elementarpädagogik. Können Sie ein bisschen erläutern, worum es dann dabei geht und vielleicht auch den Fokus auf diese sprachliche Bildung legen? Das heißt, wo hat Sprachbildung in so einem Bildungsrahmenplan Platz? Bildungsrahmenplan ist für uns eine sehr, sehr große Hilfe und wir sehen es als wunderbare Leitlinie, Sprachbildung gut zu verankern in den Kindergärten und auch schon in den Krabbelstuben. Wir beginnen ja schon, die Kinder ab dem ersten Jahr zu fördern. Grundsätzlich ist betont der Bildungsrahmenplan ganz intensiv die ganzheitliche Sprachförderung, das heißt der Ansatz wirklich am Entwicklungsstand der Kinder und die Anpassung an der Förderung über das Spiel der Kinder. Das ist mal ein ganz, ganz wesentlicher Bereich und die Sprachbildung soll durchdringen alle Bildungsbereiche, die wir uns da ans Herz nehmen. Das ist natürlich Ethik, das ist das soziale Verhalten, das ist Naturwissenschaft, das ist Kunst und Kreativität, das ist Mathematik, das ist Musik, das ist vor allem Bewegung und Gesundheit und ganz ein eigener expliziter Bildungsbereich ist Sprache und Kommunikation. Und da sind 6 Zielrichtungen ganz besonders definiert, die uns natürlich auch Hilfe bieten in der Förderung. Das ist in erster Linie einmal die Sprachentwicklung der Kinder zu unterstützen im pragmatischen Handeln, aber auch in den linguistischen Kompetenzen. Da geht es einmal um diesen Bereich. Das zweite große Ziel ist die Zwei- und Mehrsprachigkeit zu fördern und wirklich sichtbar zu machen im Kindergarten und aktiv zu nutzen. Das dritte große Ziel ist Kommunikation und Sprachhandeln und wie kann man wirklich miteinander in einem guten Sprachbild gut kommunizieren. Ein vierter großer Bereich ist dann Schriftsprachlichkeit, Literacy, die ganze Kommunikation über Medien. Das ist ein wunderbarer Bereich natürlich auch bei uns. Zunehmend in Richtung Schulvorbereitung kommt jetzt dann der fünfte Bereich dazu, Philosophieren mit den Kindern. Da geht es dann schon ganz besonders um die abstrakte Sprache, wirklich Gedanken zu formulieren, Absichten zu formulieren, gemeinsam Mutmaßungen anzustellen, also hinzukommen von der Kommunikationssprache zur Bildungssprache. Und der letzte, sechste große Zielbereich ist die Transition, also der Übergang in die Schule. Der ist auch explizit drinnen im Bildungsrahmenplan. Gut, wir sind jetzt also von diesem konzeptuellen Weg ausgegangen und möchten jetzt gerne ein bisschen mehr vielleicht Richtung Pädagoginnen schauen. Die Pädagoginnen in Österreich werden also im sekundären Bereich also ausgebildet. Meinen Sie, dass Sie dort also mit den erforderlichen Kompetenzen für diese sprachliche Förderung kommen dann, wenn Sie im Kindergarten beginnen, oder haben Sie dann da Begleitmaßnahmen, um Sie dann da praktisch beruflich zu begleiten? Da haben wir festgestellt, dass wirklich ein großer Bedarf besteht an Weiterbildung in diesem Bereich. Besonders im linguistischen Bereich und sprachwissenschaftlichen Bereich gibt es wirklich große Lücken und wir wissen natürlich, und wie wichtig es ist, Kinder zu fördern im Alltag, indem man immer wieder wahrnimmt, in welcher linguistischen Entwicklungsstufe befinden sich die Kinder gerade. Und dazu braucht es ein großes Sprachwissen. Und da haben wir halt jetzt versucht, das dritte Jahr schon wirklich alle Pädagoginnen und alle unsere zusätzlichen Sprachförderinnen wirklich selber auch noch auszubilden und stark zu machen.
Können Sie uns kurz Einblick in diese Fortbildungsprogramme gewährleisten? Also was wird denn da gemacht, also konkret? Einige unserer Kolleginnen haben den Lehrgang der Pädagogischen Hochschule zur frühen sprachlichen Förderung besucht und halten jetzt als Multiplikatorinnen die Inhalte dieser Sprachmodule für alle unsere Mitarbeiterinnen, insbesondere für die Mitarbeiterinnen, die die zusätzliche Sprachförderung unterstützen und durchführen. Mhm. Und alle pädagogischen Fachkräfte, alle pädagogischen Helferinnen wurden geschult durch eine Linguistin, durch die Frau Magister Rössel-Kreuzl. Da ist eher um den linguistischen Bereich gegangen und alle unsere Mitarbeiterinnen wurden auch durchgeschult von Herrn Roger Loos, der ein Sprachkonzept für die Mehrsprachigkeit entwickelt hat und einen sehr praxisorientierten Beitrag gegeben hat. Wie gehen Sie mit den Erstsprachen der Kinder um im Kindergarten? Also werden die berücksichtigt, integriert, auch in dem alltäglichen Ablauf der Aktivitäten? Ja, also das ist wirklich, seit Jahren kämpfen wir darum, dass das wirklich ein selbstverständliches Thema im Kindergarten ist. Und wir wissen, dass gerade mehrsprachige Kinder zu Kindergartenbeginn eine ganz besondere Eingewöhnungsphase brauchen, ganz viel Zuwendung und ganz viel Aufmerksamkeit und ganz viel Rückmeldung darüber, dass sie eine besondere Kompetenz haben, eben schon das Wissen um eine Erstsprache, ganz viele Fähigkeiten in der Erstsprache. Wir haben 170 Mitarbeiterinnen mit Erstsprachen der Kinder und das ist für uns natürlich auch eine große Hilfe, in den ersten Monaten und Wochen mit den Kindern in den Muttersprachen zu kommunizieren und in den Erstsprachen und vor allen Dingen auch mit den Eltern. Wir können den Eltern viele, viele Ängste nehmen, weil wirklich in allen Teams mehrere mehrsprachige Mitarbeiter sind. Wird da diese Gruppe professionalisiert oder gelten Sie als Kindergärtnerinnen, Assistentinnen oder wie machen Sie das? Ja, wir haben einige pädagogische Fachkräfte, die Backup gemacht haben und alle anderen sind pädagogische Helferinnen, die alle auch die pädagogische Ausbildung zur Helferin durchlaufen. Die sind gleich ausgebildet wie alle unsere muttersprachlich deutsch sprechenden pädagogischen Helferinnen. Mhm. Also gehören zum pädagogischen Team dazu. Gut. Ja. Vielleicht noch eine Frage in Bezug auf die Perspektiven, die es jetzt dann praktisch sich eröffnen durch also der Wille, so eine Zusammenarbeit mit Schulen. Wie sehen Sie die Rolle von Kindergärten also in diesem Konzept der durchgängigen Sprachbildung? Ich denke, der Kindergarten beginnt so fundamental, die Kinder in erster Linie mal zu stärken, das Sprachbewusstsein, die Sprechfreude, die Kommunikation ganz besonders anzukurbeln und in Wirklichkeit aber auch die Sprachkompetenz wirklich gut aufzubauen. Ich denke, wir führen zweimal jährlich mit den Kindern eine Sprachbeobachtung durch. Wir nehmen die Sprachbeobachtung des Staatsinstituts für Frühpädagogik aus München, die ist die Gonzeldag-Beobachtung. Ein Jahr vor Kindergarten, vor Schuleintritt werden alle unsere Kinder in einem logopädischen Screening durchgetestet. Auch da kann man dann nochmal ganz genau unterscheiden, wer braucht Sprachförderung, wer braucht Sprachtherapie. Alle unsere Kinder werden jährlich einmal durch eine Entwicklungsbeobachtung sehr klar definiert, wo sie Unterstützung brauchen. Und dann gibt es von allen unseren Kindern auch ärztliches Gutachten mit. Und ich denke, da könnte die Schule natürlich an einem riesengroßen Wissen anknüpfen. Unsere Sprachförderung fundiert ja auch auf den Ergebnissen der Sprachbeobachtung. In unseren sprachhomogenen Gruppen schauen wir natürlich, dass wir individuell die Sprachkompetenzen da aufbauen, anhand der Beobachtung. Ja, also das heißt praktisch, dass die im Kindergarten von der Schule, also die Schule vom Kindergarten eigentlich lernen könnte. Auch ich denke, dass die Schule viel übernehmen könnte vom Kindergarten. Ja. Es ist jetzt gerade im Moment der Aufbau einer neuen Pädagoginnenausbildung in Österreich, wo die Elementarpädagogik eigentlich nur ganz am Rande bis gar nicht inkludiert wurde. Wie stehen Sie denn dazu? Ich finde es sehr schade. Ich finde es sehr schade, weil damit von vornherein vieles ausgeschlossen ist, was man gemeinsam aufbauen könnte. Und ich denke, für uns sind die drei Säulen der Sprachförderung von der Rosamund Tracy wirklich sehr handlungsleitend.
intensive Sprachförderung in der Kleingruppe, viel Vertiefung wiederholen im pädagogischen Alltag und ganz regelmäßige Zusammenarbeit mit Müttern und Vätern in unserer Institution. Und ich denke, da wäre so viel Grund gelegt, wo die Schule eigentlich ganz unmittelbar anknüpfen könnte. Es gibt schon so ein großes Vertrauen der Eltern zu den Sprachförderprogrammen, zu den Inhalten, wie sie die Kinder zu Hause unterstützen können. Wir wissen schon, dass wir es alleine nicht schaffen können. Also gerade im mehrsprachigen Bereich ist es wunderbar, wenn Eltern zu Hause das Bewusstsein haben, auch ich kann mit tun und mein Kind zur Sprechfreude bringen und zur Sprachkompetenz. Genau, so als unterstützen. Gesellschaftliche Integration. Genau. Zum Schluss vielleicht noch eine Frage. Haben Sie einen Wunsch an die Bildungspolitik? Wunsch an die Bildungspolitik ist ganz sicher, einfach dafür zu kämpfen und die Wertigkeit der Mehrsprachigkeit ganz besonders hereinzuholen in den Alltag. Ich denke, in der Wirtschaft ist es selbstverständlich, dass Generaldirektoren, Vorstandsmitglieder mehrsprachig sind und nicht jeden Satz wirklich in einem Hochdeutsch sprechen und jeder akzeptiert das und ist begeistert von dieser Mehrsprachigkeit. Und in der Schule geht es nur darum, und auch im Kindergarten haben wir natürlich den Druck, die Kinder dorthin zu bringen, ein reines Schuldeutsch sprechen zu können. Und man vergisst auf die Kompetenz in einer ersten Sprache. Und wir wissen alle, wenn wir in ein anderes Land kommen und die Sprache nicht von Anfang an beherrschen, dann sind wir auch in vielen anderen Kompetenzen beschnitten und nicht so fähig zu dem, was in uns steckt. Und das wäre sicher ein ganz großes politisches Ziel. Danke für das Gespräch. Danke.